Hi, ich bin Martin und wir sprechen heute über Rise of Industries. Das ist ein Handelsaufbausimulator, ähnlich wie zum Beispiel Port Royal oder auch Railway Empire zum Teil. Fakt ist, es geht um das Produzieren und Verschiffen von Waren. Ne? Und gerade das Verschiffen, also diese Transportlogistik dahinter, die hat in diesem Spiel ein besonderes Augenmerk. Und zwar haben wir in jeder Stadt verschiedene Läden, die mit Waren beliefert werden müssen. Diese Waren können wir natürlich herstellen. Am Anfang bietet sich das da ein bisschen an, in Richtung Landwirtschaft, Agrarwirtschaft zu gehen, zu schauen, okay, haben wir vielleicht Nutztiere, wie zum Beispiel eierlegende Hühner, die wir hier an den Bauernmarkt liefern können? Haben wir vielleicht Weizen, das weiterverkauft wird? Und dann, wenn wir ein gewisses Einkommen generieren, können wir natürlich auch hergehen und das Geld wieder in Forschung stecken, um zum Beispiel weitere Stufen freizuschalten. Und das finde ich ganz schön gemacht hier. Das heißt, man hat nicht direkt alles von Anfang an zur Verfügung, sondern man muss sich Sachen erst erarbeiten und das dauert halt auch mal ein Ingame-Jahr. Schön gemacht an dieser Stelle, man kann bis zu vierfach vorspulen. Das heißt, wir haben vier verschiedene Geschwindigkeitsstufen, die die Tickrate letztendlich verändern. Ganz nett gemacht finde ich, dass man nicht nur auf einem Weg, nicht nur auf einer Seeroute, wie es zum Beispiel bei Port Royal ist, oder nicht nur auf Gleisen, wie es bei Railway Empire ist, die Sachen verschieden transportieren kann, sondern wir haben hier halt ein umfassendes Verkehrssystem, das sowohl Zeppeline als auch Schienen, als auch Bootswege, als auch Straßen miteinander kombiniert. Ja, und das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Und denn so könnt ihr verschiedene Sachen miteinander kombinieren. Habt ihr zum Beispiel ein Flussdelta, dann lohnt es sich vielleicht, Lagerhäuser mit entsprechendem Bootsanbau oder Bootsstegen letztendlich zu bauen, um da Sachen mit zu verschiffen. Und solltet ihr ein relativ flaches Gebiet haben, mit relativ wenig Steigungen, dann lohnt es sich vielleicht sogar, in Eisenbahnen zu investieren. Ja, habe ich hier auch getan. Letztendlich ist es halt wirklich auf den Transport abgestimmt. Es geht darum, dass man die Transport-Heatmaps auch vernünftig hat. Das heißt, da geht es halt darum, dass wir keine Staus verursachen oder ähnliches. Hier gibt es verschiedene Stufen von Straßen. Und wenn natürlich sehr, sehr große Mengen von A nach B transportiert werden müssen, gibt es an Knotenpunkten entsprechend Probleme. Die kann man natürlich entlasten, indem man dann zum Beispiel ein Eisenbahnterminal übernimmt und das dann über die halbe Karte schickt. Ist eine ganz nette Geschichte. An dieser Stelle muss ich aber sagen, das gefällt mir nicht so ganz so gut. Hier hätte man tatsächlich noch ein bisschen mehr auf das Eisenbahnsystem eingehen können. Aktuell ist es so, dass wir eine Spur haben, die in beide Richtungen befahren kann und die Loks, die gehen einfach durcheinander durch. Das finde ich nicht ganz so gut gemacht. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen weiter ausbauen können mit ein paar Zugsignalen. Ob es dann wieder zu weit in Richtung Zugsimulation, Railway Empire, Machinki oder ähnliches geht, ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Ich hätte es mir zumindest gewünscht, dass es in sehr einfacher Form mit drin gewesen wäre. Ansonsten, Grafik relativ low-poly gehalten, sieht aber sehr schnieke aus, muss ich sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und es gibt bereits auch DLCs für das Spiel, ne? Kostet normalerweise 29,99, gibt nochmal einen 10-Euro-DLC für ein Update, Rise of Industry 2130. Das ist dann praktisch so der Space-Nachfolger oder das Space-Szenario von dem ganzen Ding. Interessant finde ich hier auch, dass man separat die Soundtracks erwerben kann. Der Soundtrack ist auch ganz cool gemacht. Ne, habe ich im Hintergrund natürlich auch jetzt hier für euch laufen. Alles in allem würde ich es mir schon gönnen. Wie gesagt, 30 Stunden sind auf jeden Fall drin bei so einer Handelssimulation. Die sind ruckzuck weg. Gerade auch auf einem Spielstand. Und dann haben wir noch nicht mal irgendwelche Szenarien oder Kampagnen angefangen. Das ist wirklich nur das freie Spiel. Kampagne ist in dem Sinne auch nur ein angeleitetes freies Spiel. Also so eine Art, es gibt ein Tutorial und dann kann man direkt in die Szenarien gehen oder ihr macht die Kampagne, da ist auch ein Mini-Tutorial mit drin und der Rest erklärt sich eigentlich von selber. Alles in allem hat Bock gemacht. Wenn ihr das Bock habt, ja, hervorragend. Wenn ihr Bock drauf habt, das mal im Stream zu sehen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, ja, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in einem der Streams oder beim nächsten 5-Minuten-Mittwoch. Bis dahin, macht's gut. Haut rein.